Wir haben heute einen FSV mal eingeladen, um mit den Jungs einfach mal auszuloten, was ist ernährungsphysiologisch möglich. Da sind wir einfach sehr kompetent, was das angeht. Wir wissen über Inhaltsstoffe Bescheid. Unser Slogan ist ja nicht für umsonst, wissen, was drin ist. Und wir sind da sehr froh, dass wir in den Sportlern vom FSV da so offene Menschen finden, die sich dafür interessieren und auch leistungsfähiger werden wollen mit dem Wissen, was man da erwerben kann. Also wir haben ja in der Region mehrere Filialen und heute sind wir hier im Genussplatz Klaus. Das ist zwischen DM und dem Pennymarkt hinten in der Nähe vom Globus an der Oskar-Alnitz-Straße. Also wir sind ja ein ganz normaler Bäcker, auch wenn man das jetzt hier nicht so sieht. Und wir haben vom ganz normalen Natursauerteigbrot über sehr bekömmliche Weizenbrötchen haben wir alles, was das Herz begehrt, aber eben auch wer ein gemütliches Frühstück in einer guten Atmosphäre braucht, mit dem wahrscheinlich besten Kaffee der Stadt, weil wir da mit der Genusswelt Richter zusammenarbeiten, ist für jeden was dabei. Also ich freue mich drauf, auf die Jungs, ich freue mich auf den Kampfgeist, den man immer wieder in der Mannschaft sehen darf, über den Zusammenhalt. Also selbst wenn man in viel hochklassigere Mannschaften reinschaut, sieht man oftmals nicht so einen Zusammenhalt, wie wir hier bei uns haben. Das macht mich sehr stolz auf den FSV. Und ich freue mich auf jedes weitere Spiel, was wir sehen können und wo wir auch die Jungs unterstützen können, dass sie viel Leistung bringen können.